Es kam dazu, weil ich hatte mit Studio Kanal kurz davor einen Film gemacht, Kinderfilm, Benjamin Blümchen, der auch gerade aktuell noch läuft. Und mit der Produzentin Christina Löbbert von Pantaleon hatte ich 2, 3 Jahre vorher mal ein Treffen, auch zu einem Family Entertainment Stoff, wo mir der Stoff zwar nicht gefallen hat, aber das Treffen sehr nett war und wir auch so verblieben sind, dass wir gerne mal in Zukunft irgendwas zusammen machen wollen. Ich auch gesagt habe, dass ich nicht grundsätzlich auf Family Entertainment festgelegt war. Ich bin da so reingekommen und habe das auch gerne gemacht, war aber dann wahnsinnig happy, als sie mir den Stoff angeboten haben. Und da ich mit Schulkanal auch gerne gearbeitet habe und die gemeinsam auf die Idee gekommen sind, irgendwie mir das anzubieten, war es dann bei einem Treffen auch ziemlich schnell klar, dass wir das zusammen gerne machen, weil wir gerne zusammen arbeiten und die hatten auch Lust, in die Richtung mit dem Stoff zu gehen, wie ich mir das irgendwie vorgestellt habe, so nach so einem ersten Lesen des Buchs. Und ich habe den Roman dann auch gleich gelesen, als ich das Drehbuch bekommen habe. Da gab es schon so eine erste Fassung. Das war beides, glaube ich, letztes Jahr im Januar, Februar sowas. Nee, ich hatte den anderen auch ein gutes Stück davor gedreht. Das hängt mit der langen Postproduktionszeit von dem anderen Film zusammen, weil er einfach sehr CGI-lastig war und war genug Zeit, zwischendrin noch einen anderen zu drehen. Und jetzt eher Zufall auch so ein bisschen dadurch. Die war nicht sehr eng, aber vertrauensvoll. Also es gab ein Treffen, es gab auch schon ein Treffen von der Produktion und ich glaube auch die Isabel Hund vom Verleih war dabei, das bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ganz am Anfang, wo es darum ging, so eine Vertrauensbasis zu schaffen und zu sagen, wo soll es denn hingehen mit dem Film. Und die Jessica Koch hat aber gleich von Anfang an gesagt, sie ist keine Filmemacherin und wenn, dann macht es für sie nur Sinn, wenn sie sagt, ich vertraue euch. Und ihr macht was in dem Geiste des Romans. Es war auch klar, dass man den Roman nicht 1:1 umsetzen kann, sondern dass man eher den Spirit von dem Buch und natürlich schon die Haupthandlungsstränge und die Figuren alles nehmen muss, aber eine andere Entsprechung finden muss. Sonst hätte man irgendwie erstens einen wahrscheinlich doppelt so langen Film drehen müssen. Und wie es halt oft so ist mit Büchern, die haben dann keine 1:1 umsetzbare filmische Dramaturgie. Das heißt, man muss Bilder finden, wo im Buch vielleicht innere Monologe stehen. Man muss ganz genau überlegen, welche Handlungsstränge kann man sich erlauben bei einem 2-stündigen oder 1,5-stündigen Film. Und da ist sie aber von Anfang an mitgegangen. Wir haben ja natürlich immer die Drehbuchfassungen geschickt und sie hat auch immer Input gegeben und gesagt, dieses und jenes. Aber das war mehr so in der Natur, das stimmt nicht mit den wahren Begebenheiten überein oder es geht mir zu sehr in eine Richtung, die vielleicht sogar auf eine andere Art plötzlich an der Wahrheit, an etwas dran ist, an das sie aber nicht rühren möchte. Also man hat ganz stark gemerkt, ihr geht es halt einfach darum, ihre persönliche Geschichte zu beschützen und zu sehen, dass daraus ein schöner Film gemacht wird. Und wie das umgesetzt wird, das hat sie uns überlassen. Ich glaube, dass man das auch sehr schnell versteht bei dem Film, dass der eine poetische Ebene hat, die auch irgendwie haben muss, weil man kann das nicht anders begreiflich machen. Also dafür ist ja auch ein Spielfilm, ein Kinofilm auch da. Sonst wäre eine Dokumentation oder ein gut geschriebenes Reportage-Essay oder sowas vielleicht besser gewesen. Oder man kann auch einfach den Roman lesen. Ein Kinofilm muss irgendwie auf emotionaler Ebene funktionieren. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir überhöhen auch etwas mehr, als das der Roman tut, weil der Roman ja sehr persönlich, sehr nah dran ist, also sehr authentisch so geschildert, wie sich das zugetragen hat. Aber wir haben ja Schauspieler, die die Figuren verkörpern und wir begeben uns ja in eine Welt, die so gar nicht 1:1 existiert, wo wir aber versuchen, dass halt die Emotionen und die Motive der Figuren wahr sind und das, was erzählt wird, halt trotzdem den Kern dessen trifft, was die Jessica Koch da niedergeschrieben hat. Es gibt ja einige junge Schauspieler in Deutschland, die viel Erfahrung haben. Die große Kunst war, hier zwei zu finden, die irgendwie
die dieses Liebespaar verkörpern. Also es geht nicht nur darum, zwei Schauspieler zu finden, also jetzt im Kern vor allem halt die beiden, das Liebespaar, da zwei zu finden, die für sich genommen gut sind, sondern denen man auch einfach gerne dabei zuschaut, dass sie sich verlieben. Und das kennt man auch immer wieder, dass plötzlich ganz tolle A-List-Hollywood-Schauspieler in einem Liebesfilm besetzt werden und dann geht man rein und wundert sich, warum es nicht funktioniert und dann ist die Chemie falsch gecastet oder sowas. Und bei den beiden war das aber im allerersten Casting. Ich hatte das Glück, dass ich die auch gemeinsam casten konnte und dann war schon im allerersten Casting sofort klar, das funktioniert extrem gut mit den beiden. Die mochten sich auch persönlich gerne, was einfach wichtig ist, wenn man einen Liebesfilm zusammenspielen soll. Und sind einfach grandiose Schauspieler. Also Luna ist sowieso ein Ausnahmetalent und Janik ist nicht nur ein guter Schauspieler, sondern er sieht auch so gut aus, wie die Figur das erfordert. Er hat sich dann natürlich auch nochmal, das hat er vielleicht auch selbst erzählt oder so, also hat sich dann schon auch nochmal 4-5 Monate reingehängt, dass er sich wirklich diesen Körper auch bis ins Detail antrainiert, den so ein männliches Model und auch Kickboxer haben muss. Aber er bringt natürlich wahnsinnig viel mit schon. Also er ist einfach schöner als der durchschnittsschöne Mann. So kann man einfach neidlos sagen, finde ich. Ja, also ich habe wahrscheinlich wie die meisten, ich habe kein Lieblingsgenre per se, also so, dass ich sage, ich bin ein absoluter Fan von nur Liebesfilmen. Ich mag im Kern natürlich Filme, die mich emotional berühren, aber ob das ein Psychothriller ist oder ein Liebesfilm oder eine Komödie, ist für mich sekundär. Es muss halt gut sein, es muss mich halt irgendwie berühren und muss mich emotional inspirieren oder zumindest intellektuell inspirieren. Also da ist die Bandbreite wahnsinnig groß. Aber ich gebe schon zu, ich bin nah am Wasser gebaut, wenn es um emotionale Filme geht. Das ist bei so einem Film natürlich wichtig, dass man das auch erspüren kann. Aber der Stoff ist, glaube ich, so emotional andockfähig, dass das den meisten wahrscheinlich leicht fällt, zu sagen, okay, hier spüre ich was und da möchte ich genauer hinschauen.